Ja, wir haben uns ja heute ein super spannendes Thema ausgesucht, das liebe Geld, gell? Das liebe Geld, ja. Haben oder nicht haben? Ohne geht's nicht. Ja. Ohne geht's nicht, genau. Ohne geht's Oder nicht. die Frage ist dann immer, mit wie viel geht's nicht oder wie viel brauche ich oder was projiziere ich eigentlich auch alles aufs liebe Geld? Also die So, genau so Palette ist ist es. vielfach. Genau so ist es. Ja, passt, wenn es da recht ist, ich würde gerne ganz kurz ein bisschen anreißen, warum diese transgenerationalen Trauma in Bezug Geld entstanden sind, aber das ganz kurz, und weil halt unsere Ahnen, weil zum Beispiel mein Opa, meine Großeltern väterlicher und mütterlicherseits haben beide zum Beispiel, die Männer waren im Ersten Weltkrieg, haben beide große Not. Der Erste Weltkrieg war zwischen 1914 und 1918, haben große Not dabei erlitten. Und nach dem Krieg war ja noch eine Rieseninflation, Inflationsgeschichte. Da ist komplett zur Geldentwertung gekommen. Da war zum Beispiel im Juli 22, 1922, ist es zu einer monatlichen Geldentwertung von 129% gekommen. Oh la la. Unvorstellbar. Und da haben meine Großeltern beide traumatisierende Erlebnisse gehabt. Die Mutter hat immer wieder zum Beispiel von einem Umstand gesprochen, dass der Nachbar hat einen Acker verkauft, und dann ein halbes Jahr drauf war das Geld, was er dafür bekommen hat, gerade noch so viel wert, dass sie 4 Laib Brot kaufen konnten für den ganzen Wert des Ackers. Und das ist tief gesessen. Meine Mama hat immer wieder von diesem Erleben erzählt, und deshalb ist sie auch so in dem gefangen gewesen, in der Angst, weil man, das kann heute auch passieren. Und so wie du vielleicht weißt, in Österreich haben wir im Anfang Jänner heuer auch über 11% Inflation gehabt. Und jetzt haben wir noch um die 7%. Ich meine, natürlich, Geld ist alles eine Art so wie eine Illusion, ist alles fiktiv. Das ist ja, das sind ja keine Werte im Hintergrund. Und wenn nachher die Menschheit oder die Menschen nicht mehr an das glauben, dann kannst du an immensen Stress kommen und an Crash kommen und so weiter. Ja. Und da ist es, ja, da ist es wichtig, dass wir das Vertrauen in das Geld setzen können, dass diese Nationalbanken, ob das die Europäische Union ist mit und so weiter, dass denen halt so eine Zinspolitik machen, dass es halt passt. Und ja, und meine Eltern selber haben noch, waren im 1928, 29, da drinnen ist es ja wieder komplett, da ist ein Börsencrash gewesen. Noch Ja. sind die großen Arbeitslosenwellen gewesen. Ja, da hat keiner fast eine Arbeit gehabt. Aus dem ist wieder erwachsen, dass der Nationalsozialismus, dass damals der Hitler Fuß fassen konnte und halt quasi auf die Macht gekommen ist und wieder ein Riesenelend gekommen ist. Und die Zeit, die was meine Eltern da, und zum Beispiel der Papa ist 22 geboren, die Mama 23, das heißt, die haben die 28er Jahre live miterlebt. Ja. Und dies habe ich gewollt oder ungewollt, auch von den Personen, ja, die was das erlebt haben, weiterbekommen, von den Großeltern weiterbekommen, in dem Sinn, dass ich sage, ja, das war fürchterlich, die Inflation und die Geldentwertung, das war unbeschreiblich. Dort, wo die Mama aufgewachsen ist, ist ihnen so schlecht gegangen, dass sie sich nicht einmal ein Brot kaufen haben können. Die müssen zum Nachbarn hingehen und sich dort ein Brot ausleihen, dass sie was zum Essen gehabt haben. Für mich quasi unvorstellbar. Aber das ganze Conclusio von dem ist aber folgendes: Wie bin ich aufgewachsen? Was habe ich für Glaubenssätze meiner Eltern übernommen? Und die Glaubenssätze meiner Eltern waren wenig Fleisch und viel Brot.
Brot hat die Mama selber gebacken. Wir haben selber eine kleine Wirtschaft, da haben wir halt Getreide gedroschen und halt Mehl gehabt und so weiter. Also, und das andere haben wir kaufen müssen. Und deshalb war die Devise da, warst so sehr genügsam, sehr bescheiden zu leben. Gell? Und das habe ich als Kind, als Kleiner auch mitbekommen. Gell? Aber mir ist de facto nichts abgegangen. Weißt du, dass ich sagen würde, ich habe keinen Hunger gelitten. Aber wir, die ganze Familie, damals waren wir die Schwester, ich, Papa und Mama zu vier. Gell? Aber das war wirklich so bescheiden alles zusammen. Der Papa ist mit einer Sardinenschachtel gekommen. Und dann hat die Mama das auf einen Teller aufgegeben, hat Öl dazu gegeben und dann haben wir zu viert ein super Essen gehabt, haben die Ohren gewackelt. Und in dem bin ich aufgewachsen. Oder nachher, wo ich in die Schule gegangen bin, habe ich maximal zweimal in der Woche einen Schilling, damals war bei uns der Schilling, einen Schilling bekommen haben, dass ich eine Leberkäsesemmel gekriegt habe. Du, Nathalie, das war so gut. Wir haben da, die Engel haben gesungen, ich meine, eine Leberkäsesemmel war non plus ultra, zweimal im Monat, weißt du, das war so seltsam, das war so gut und. Aber du siehst, ich meine, dass sie wirklich sehr, sehr sparsam, sehr dieser Zeit entsprechend aufgewachsen bin. Aber wenn ich ihnen gesagt na, mir ist nichts so abgegangen. Natürlich hat es da Leute, da hat es Kinder gegeben in der Schule, die was halt, was heißt die, Kinder vom Arzt waren oder, ja, die waren ganz anders angezogen. Gell? Ich bin mit den Kleidern in die Schule gegangen, die die Mama genäht hat. Ja? Und so, das war die Zeit so, weil einfach das Geld nicht da war. Und der Papa war Tischler, als Tischler hat da verdient man heute nichts und damals genauso nichts oder sehr wenig, sagen wir so. Gell? Und trotzdem, und die Mama war zu Hause und trotzdem sind wir durchgekommen, gell? Weil wir genügsam waren. Ja, das ist total interessant, was du eben von deiner Kindheit erzählt hast, weil ich das zum Teil von meinen Eltern miterlebt habe und zum Teil wieder anders. Weil bei mir ist es so, mein Vater kommt ja aus Griechenland und meine Mutter aus, ich sage jetzt mal, ehemalig Jugoslawien. Also ich kann immer noch nicht Kroatien sagen, für mich ist es immer noch Jugoslawien, weil es halt aus meiner Kindheit einfach so drinnen ist, ja. Aber sie kommt aus dem heutigen Kroatien. Und beide meine Eltern waren sehr arm gewesen, die Familien. Von meiner Mutterseite, die hatten wirklich einen ganz, ganz mini kleinen Bauernhof am Ende der Welt in der Nähe von, ich glaube, noch mal eine Stunde weg von Zagreb, Nähe ungarische Grenze. Und bei meinem Vater ist es in einem kleinen Dorf in Griechenland in der Nähe der albanischen Grenze. Also wenn man Korfu schaut, ins Landesinnere, ist die größere Stadt Ioannina und dann nochmal in die Berge rein. Bei meiner Mutter, die hatte noch zwei Geschwister und die ist mit 18 aus Deutschland weg und hat mit uns auch nie Kroatisch gesprochen oder damals Serbokroatisch, weil sie sowohl das Land, die Familie, das Land und die Sprache auch verlassen hatte und kam mit kaum was in Deutschland an. Und bei meinem Vater war das so, mein Opa ist im Bürgerkrieg gefallen, nachdem die Nazis ja erfolgreich in Griechenland die ganze jüdische Bevölkerung ausgelöscht haben und dann auch viele gefallen sind in einem Land, das bettelarm war. Bettelarm. Also Griechenland war absolutes Armenhaus. Kroatien, da waren die, das war ja Teil der K&K-Monarchie, möchte ich jetzt mal sagen. Da haben die, sag ich mal so provoziert, die Österreicher, die Finger sich nicht schmutzig gemacht, aber die Ungarn waren da ja auch unterwegs. Und Kroatien ist ja generell ein Landstrich, wo nicht nur die Türken durchgekommen sind, wie bei den Griechen, sondern waren auch die Italiener da, die Ungarn da, die Österreicher. Also es war immer, beide Länder waren immer Länder, wo immer jemand durchgetrampelt ist. Und damit gab es ganz, ganz viele Traumatisierungen. Und mein Vater ist ja da auch in dem Bergdorf aufgewachsen und die hatten nichts. Meine Oma hatte noch ein Grundstück, das hat sie dann auch verkauft und hat halt versucht, sich und ihren Sohn irgendwie so gut wie es geht durchzubringen. Ja. Und also beide hatten kaum Geld, sind dann nach Deutschland gekommen und haben dann in der Fabrik gearbeitet.
bei Siemens. Klassisch hier und als Fließbandarbeiter und wir zu Hause, wir hatten sehr, sehr wenig Geld. Wir hatten aber ein Dach über dem Kopf, zwei Eltern, die gearbeitet haben, meine Mutter damals auch dadurch nicht zu Hause gewesen ist, was ja für damalige Zeiten ein absolutes Unding war. Also das gab es fast gar nicht, dass die Mutter auch gearbeitet hat. Aber es ging bei uns gar nicht. Also es war richtig, aus Geldmangel war immer, immer, immer präsent. Und das war übrigens, als meine Mutter zum dritten Mal schwanger geworden wäre. Also ich bin die Erste, dann kam mein Bruder. Fast 7 Jahre später, da wurde das dritte Kind tatsächlich abgetrieben, unter anderem aufgrund von Geldmangel. Weil sie gesagt haben, ein drittes Kind können wir uns einfach nicht leisten. Genau. Und bei mir war unterschwellig immer wieder, wir hatten zwar Geld, aber nie so. Und dann bin ich auch noch dummerweise aufs Gymnasium gegangen. Und bei mir, bei meinem Bruder war das ein bisschen anders, glaube ich, aber bei mir war das immer, oh Gott. Alle anderen haben mehr, alle, die meisten wohnten in Häusern, einige auch in Wohnungen, aber für mich war das immer, alle anderen haben mehr, außer ich. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie Markenklamotten oder sowas haben wollte, es war zu der Zeit gar nicht so, aber man hat gemerkt, es war immer der Mangel da, ja. Und das begleitet mich zum Beispiel mein ganzes Leben lang. Und ich wusste immer, dass ich zum Beispiel eine gute Ausbildung haben möchte. Nicht nur, weil das meine Mutter in mich hineingepumpt hat, bei meinem Vater war das egal. Das Mädchen braucht ja kein Geld verdienen und braucht keine gute Ausbildung. Die heiratet ja sowieso. Ist ja nur ein Mädchen. Also uninteressant, absolut uninteressant. Ja, genau. Und die wird da dann versorgt. Das war der Tenor. Meine Mutter eben genau umgekehrt. Nein, gute Ausbildung, weil dann kannst du machen, was du willst. Dann verdienst du dein Geld und wenn du dein Geld verdienst, kannst du für dich selber sorgen und für dich selber Entscheidungen treffen und bist von niemandem abhängig. So, und so ist es zwar bei mir drinnen. Ich habe dann gut Geld verdient, ja, in den Jobs, den ich hatte, aber es war immer gleichzeitig dieser Mangel da bei mir. Immer wieder diese Angst. Das eine war bei mir, ich verdiene zu viel Geld, das habe ich gar nicht verdient. Weil was mache ich denn schon? Ja, bin ich eine Krankenschwester oder bin ich irgendjemanden, der wirklich was mit Menschen arbeitet und wirklich was Tolles leistet? Also für mich war meine Arbeit am Schreibtisch de facto für das Geld, das ich in der IT-Industrie verdient habe. Ich habe mich ehrlich gesagt, am Anfang habe ich mich gar nicht drum gekümmert, ja, und dann war aber eher so, ich habe mich immer schlecht gefühlt. Weil was mache ich denn? Ich sitze ja nur an einem Schreibtisch, ja, und entscheide, wie der nächste Laptop aussehen wird oder der nächste Desktop. Dass den dann wieder Tausende von Leuten benutzen, genau für sowas, was wir jetzt gerade hier machen, würde ja gar nicht gehen oder ein Rechner. Aber für mich im Kopf war, das ist ja keine wichtige Arbeit. Dadurch verdiene ich zu viel. Ja, ein spitzenmäßiges Geld verdient, wirklich. Ich meine, ich habe in einem Monat so viel verdient, was meine Eltern im ganzen Ja. Jahr Pension gekriegt haben. Fürs ganze Jahr Pension habe ich in einem Monat verdient. Und die Ja. haben es natürlich überhaupt nicht verstanden. Die haben es überhaupt nicht so das mitkriegt oder verstehen können. Ja, wie geht das? Und, und. Habe ich aber nie gehabt, dass ich gesagt hätte, was so, wozu kriege ich das? Überhaupt nicht. Ich habe müssen mehr Leistung bringen. Und umso höher oben bist, umso dünner ist die Luft und umso mehr wird gesagelt, umso mehr wird, was in den Prügel unter die Füße geschmissen und. Weil man halt, weil andere auch hinaufkommen wollen und so weiter. Gell? Klar, und das ist ein ganz großes Thema bei vielen Frauen. Und das Ja. habe ich auch dann, als ich die Selbstständigkeit war, dann noch schlimmer, weil dann musste ich nicht nur auf mein Gehalt verzichten, bin wirklich von hoch nach ganz runter gesaust, sondern dann musste ich, dann ist es ja mein Wert ja auch noch gewesen. Nicht irgendein Gehaltscheck, der dann anonym von irgendwo halt kommt, ja. Beim Angestellten-Dasein macht zwar deine Arbeit, aber der Rest läuft ja automatisch. Also es ist jetzt, ja. Aber dann auf einmal, nee, dann musste ich sagen quasi, was ich wert bin, was ich denn verlange. Boah, also da kann ich dir sagen, das war am Anfang ganz, ganz, ganz schlimm für mich. Ist immer noch da, aber nicht mehr so, aber ist ein Tick immer noch da. Und dabei ist es aber meines Erachtens noch so wichtig,
was man für einen Bezug zum Geld haben. Wenn Ja. man einen positiven Bezug zum Geld haben, dann werden wir das Geld auch behalten und dann kommt der Fluss auch. Wenn ich aber ein gestörtes Verhältnis zum Geld habe, ja, ob jetzt das durch unrechtmäßiges Bekommen oder, werden wir vielleicht später noch über das reden, dann verfließt es. Dann, so wie es kriegt habe, das zerrinnt, das geht. Ja. In meinem Geburtshaus, ja, wo ich geboren bin, das ist gleich schräg vis-à-vis von dem Haus, wo ich jetzt wohne, da hat es noch so eine kleine Keusche gegeben. Das ist nur ein Zimmer gewesen. Und da war und in unter mir, da war als Mieterin drinnen eine Magd. Und da war ich noch Kind und ich habe sie gesehen, wie sie gekommen ist. Da haben sie mit einem Pferdefuhrwerk ihre Utensilien gebracht und dann ist sie halt in dieses eine Zimmer ja auch hineingegangen. Die war damals um die 60, hat noch die Pension gekriegt. Und die Frau war, ich glaube, 93 Jahre alt, wo sie gestorben ist. Die hat sich nichts gegönnt. Die hat in der Früh, zum Mittag und am Abend immer einen Liter Kaffee gehabt, aber kein echten, sondern was Kaffeeersatz. so Ersatzkaffee und hinein hat sie Brot gebrockt, ja, Meine hinein. Oma, Und das war ja. in der Früh, am Abend und zu Mittag. Nichts was anderes. Und die war pumpegesund, die hat nichts gefeilt und so. Aber die war in einer Angst, die hat sich nicht getraut, einmal beim Fleischhocker, sage ich nur, 10 Gramm, 10 Deka extra Wurst oder irgendwas. Nein, war nicht möglich. Und die hat nur gespart, die hat doch das Radio zum Ohr zu begeben, damit sie nicht zu so viel Batterien verbraucht. Dann hat sie auf dem Boden Zeitungen so dick aufgelegt, damit sie halt nicht so viel Heizen braucht. Aus der Ja, Angst aussehen. ja. Aber das Unbegreifliche nachher ist so das gewesen, die Mama hat geklopft und die Frau hat aber keine Antwort gegeben. Und dann hat sie gesagt, ja, da muss aber irgendwo sein. Aber sie kann ja nicht einbrechen. Und deshalb ist sie hergegangen und hat die Polizei geholt. Dann ist die Polizei gekommen. Haben sie die Türen aufgemacht und die Frau war tot. Ja. Und dann hat der Polizist halt rundherum geschaut und da war in der Mauer ein kleiner Kasten. Der Polizist macht den Kasten auf und da hat sie Cash, Geld drinnen gehabt, knappe 800.000 Schilling, nicht Euro. Aber das war ja das riesen viel Geld. Das war ja vor 60 Jahren. Ja. Das war riesen viel Geld. Und der ist der Mund offen geblieben. Und obendrein hat sie noch, ich glaube, zwei, drei Sportbücher gehabt bei der Bootssparkasse oder irgend sowas. Die hat über 1 Million Schilling gehabt und hat sie sich nicht getraut, etwas zu leisten, etwas, ein besseres Leben zu führen, auch ein Sonntagsleben, dass ich sage, okay, und am Sonntag leiste ich mir vielleicht ein Semmel oder das, nichts. Die war in so einer Angst gefangen, ja, dass sie nicht, die ist nicht aus ihrer Haut herausgekommen, die konnte nicht, ja. Und Ja, aber wenn dann du Angst hast, natürlich, dass am nächsten Tag alles weg sein kann. ist es, weil sie es ja erlebt hat, weil sie ist ja vor dem Ersten Weltkrieg geboren gewesen, sie hat den Ersten Weltkrieg mitgekriegt, sie hat die große Inflation mitgekriegt, wo das Geld flöten war. Und das sind die Ängste, die was bei ihr drinnen gesessen sind, das sind die Glaubenssätze, die was betoniert waren in allen Zellen ihres Körpers. Ja, Ja. zum Thema Erbstreitigkeiten. Das ist auch zum Beispiel ein ganz interessantes Thema. Da hatte ich auch zwei, drei Leute, wo es darum eben ging. Und es war interessant, dass es in diesem Fall nie um das Geld per se ging, also nie um die Summe XY, sondern letztendlich das Geld ein Ersatz war für die fehlende Liebe. Und dadurch, dass es in der Familie so gut wie keine Liebe gab, ja, vordergründig, wirklich emotional tiefe Liebe. Manche sagen ja, warum? Bei uns gab es Liebe. Naja, wenn man mal reinschaut, wie tief geht sie denn wirklich? Und habe ich mich als Kind wirklich geliebt gefühlt, ja? Dann stellt sich raus, das Geld wird dazu benutzt,
an sich, um die fehlende Liebe wieder wettzumachen. Ja. Und dann reicht es natürlich nie. Dann Ja. fühle ich mich immer übervorteilt von meinen Geschwistern oder von jemanden anderen. Der kriegt mehr, die kriegt mehr, ich krieg weniger, und so weiter und so fort. Und dann fangen die Streitereien an. Also bei Erbstreitigkeiten würde ich zum Beispiel gleich absolut in unsere beiden Arbeiten reinschauen, weil das kann man relativ schnell lösen, wenn man natürlich auch den Mut hat, sich einzugestehen, mir fehlt die Liebe von Mama und Papa. Das sind Ja. alles nur kurzfristige Befriedigungen dieses unerlösten Habenwollens der Liebe, der Sehnsucht nach Liebe gesehen werden und der Erwiderung als Baby, wo wir heute halt nicht gekriegt haben. Und dann sind das Ersatzhandlungen, gell? Ersatzhandlungen, die was aber kontraproduktiv sind, wenn man da viel Geld beim Fenster rausschmeißt. Und trotzdem nur das eine kurzfristige Befriedigung ist. Und dann ist es wieder weg. Ja, und das ist auch die Antwort darauf, warum gerade bei den Millionären und Billionären, warum es nie reicht, warum man immer mehr bekommen möchte, wo doch eigentlich zum Beispiel die Angestellten viel mehr Geld bekommen sollten. Aber ich kann mich noch erinnern, bei mir in der IT-Industrie, da hatten die CEOs ein Vielfaches von dem bekommen. Dann heißt es immer, ja, aber die führen ja auch die ganze Firma und sind verantwortlich. Naja, so und so. Die können auch die Firma ganz schnell in den Abgrund bringen. Eigentlich sind es die Mitarbeiter unten, die das Ganze tragen und auch halten. Aber bei denen ist es nie gut. Es reicht nie. Es muss immer mehr sein. Es braucht immer das nächste Projekt. Dann kann ich mich natürlich gut verstecken hinter Gutmenschentum oder Innovationsfreudigkeit oder ich bringe die Gesellschaft voran. Aber wenn man da mal tiefer schaut, ist es eigentlich das Gleiche wie bei den Erbstreitigkeiten? Ja, aber er Es definiert reicht sich ja auch nie. über Geld. Er definiert sich ja Ja. nur über Geld und aus dem Geld nachher, dass er halt Ja. noch sagt, okay, und ich kann mir ein Haus für ein paar Millionen kaufen und ich kann mir fragen in den Boss, noch ein Haus und noch irgendeine Immobilien und so weiter kaufen. Naja, noch Aber schlimmer sind es deswegen, Menschen. Ich kaufe mir damit Menschen. Wenn ja. es nur die Immobilien wären, ich weiß nicht, ob es dann in Ordnung wäre, aber ich kaufe mir Menschen. Ich kaufe mir, ich treffe auf dieselbe Art auch von Frauen, wenn ich ein Mann zum Beispiel bin, treffe ich auf dieselbe Art von Frauen, die de facto auch nur was Äußerliches wollen. Und dann kriegst du von dieser Frau dann auch wieder keine emotionale Sicherheit. Ja, dann habe ich das Gefühl, naja, jetzt kann ich mir jetzt endlich das kaufen, was ich will. Aber ich kaufe mir vielleicht Schönheit ein, Jugend kaufe ich mir vielleicht ein. Aber was ist dann wirklich mit der emotionalen Nähe? Ist genauso wieder wie am Anfang. Oder noch schlimmer, mein Status gefällt mir so gut, die Macht, die ich damit habe, mit dem Geld, das ich ausübe, dass ich mir de facto denke, ich kann alles machen, was ich will und überschreite eine Grenze nach der anderen. Und dann sind wir in den wirklich schlimmsten Machenschaften drinnen von Mord, Gewalt, Sexualität. Richtig, richtig. Weil, ja, es ist so. Es ist so. Weil die anderen, die was im Mangel drinnen leben, ist ja nur die Frage der Zeit, wo sie sagen, mach du, was, dass sie auf die schiefe Bahn kommen, dass sie noch einen ausrauben, dass sie noch Betrügereien machen, das, um zu überleben, gell? Und Wieder dann, überleben. um zum Überleben. Und die anderen sind aber in der Gier drinnen gefangen und im ganzen Perfektionismus, da muss die Frau, damit sie wirklich immer den letzten Schrei, den letzten Stand hat, ob das vom Aussehen ist, die will mit dem Geld die Jugend kaufen, die will mit dem Geld ihr Aussehen verändern, ob das Brustvergrößerungen oder sonstiges und, von bis, von Scheitel bis zur Sohle ändern, damit sie die Attraktivität, damit sie die Jugend und so weiter, hey, das ist ein Wahnsinn. Und das Ja. ist Augen aus der Wischerei, das ist alles zusammen, passt. Wo sind die Menschen gefangen? Und es ist immer zu wenig. Und jeder vergisst, ja, ich bin alleine auf die Welt gekommen. Ich bin nackt auf die Welt gekommen. Und ich werde auch nackt, unter Anführungszeichen, die Welt verlassen.
Das letzte Hemd hat keine Taschen. Wir werden nichts mitnehmen. Wir werden nicht 500 Hektar mitnehmen. Wir werden nicht die Millionen mitnehmen. Wir werden nicht am Ferrari mitnehmen. Wir werden nichts mitnehmen. Alles, was wir haben, wenn wir müssen da lassen. Und wir werden müssen durch diese Zeit des Sterbens unter Anführungszeichen alleine durchgehen. Da kann uns keiner helfen. Und dann müssen wir alles zurücklassen. Und dann frage ich mich öfters, ja, was treibt die Leute? Ja, das ist immer zu wenig. Und das ist immer zu wenig. Und die Gier kann genauso quasi eine Verbindung zu den anderen sein, die was gelitten haben. Weil der nachher sagt, na, mir aber nicht. Und dann ist er genauso in diesem haben wollen und in diesem mehr haben wollen, ja, das darf man nicht passieren, nicht bewusst. Ja. Das darf halt nicht auf der bewussten Ebene, nicht kognitiv, sondern unbewusst und dann muss ich. Und dann, ich kenne genug Leute, die was riesen viel Geld haben, sich nichts leisten, kein Urlaub, oder? Frag mich nicht, was, ja, dann so, und wenn man nachher mit Zehnern redet, ja, das interessiert mich nicht, das mag ich nicht. Das glaube ich nicht. Die laufen alle mit einer Maskennummer. Nach außen hin zeigen sie, ich bin glücklich, mir geht's gut. Dabei sind sie alle. Dabei geht's ihnen alle. Scheiße. So wie du gesagt hast. Die laufen der Liebe nach. Die laufen den Unbefriedigten und dem Leben nach, das was halt nicht an zufrieden stellt. Ja. Ja, oder auch wenn dir was Schlimmes passiert ist. Auch. Ja, da gibt's auch, und dann fängst du mit dem Geld an zu spekulieren oder mit dem Geld anderer Leute, gerade die ganzen Investmentbanker auch. Das ist wie eine Sucht auch. Und damit versuchst, das ist eine vermeintliche Sicherheit, aber auch ein Thema, dieses immer am Rande der zwischen Leben und Tod Land zu schrappen. Immer wieder dieser, es gibt jetzt zwar eine Art von Kick, ja, wie Zucker oder eben, ja, wenn du Drogen nimmst, kurzfristig einen Kick, aber danach fällst du umso tiefer. Richtig. Genau so ist es. Und diese Gratwanderung ist wieder, da sind wir wieder bei diesem Überleben, aber auch ein Teil, ich muss mich in Sicherheit bringen. Aber die Frage ist immer, vor was bringe ich mich da eigentlich in Sicherheit? Richtig. Was ist mir passiert in meinem Leben? Genau. Denn es ist immer nicht nur die Ahnen, es ist immer auch, mir ist auch was natürlich in meinem Leben was passiert. Was haben wir erlebt? Nona. Genau. Und diese Verbindung, diese Verbindung ist elementar wichtig. Erstmal, was ist mir selber passiert? Und dann müssen auch noch Sachen in der Vergangenheit, weiter in der Vergangenheit auch gelöst werden. Und das ist was so tricky ist. Und anstatt, dass man halt diese Spiele immer spielt, ja, diese Geldspiele, nicht nur russisch Roulette im Casino, sondern grundsätzlich, ja, dieses Spiel ums Geld ist an sich nicht etwas, was auf die Cover, auf die Frontseiten der Magazine gehört. Ja, XY-Billionär hat wieder das gemacht. Das ist eigentlich genau das Verkehrteste. Weil damit unterstütze ich indirekt oftmals auch diese traumatisierten und traumatisierenden Strategien, die von uns keinem wirklich gut tun. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch du und ich in der Beratung, weißt du, gibt's Leute, die war so wie die Maus vor der Klapperschlange komplett erstarren, was die was bei uns, bei euch, ich glaube, Hartz IV leben, ja, und sich nicht getrauen, hinauszubewegen, weil sonst verlieren sie noch das Hartz IV oder bei uns die Grund- oder Grundsicherung oder sozial, halt das Wenigste, was man kriegt, und leben lieber in diesem, was so mehr. Zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben ist ungefähr. Nicht immer, ja, der überlebt, aber wie überlebt er? Gell? Und das bringt nichts Gutes. Das bringt überhaupt nichts Gutes. Aber ich kenne so viele, die sagen, na, ich bleibe lieber in dem, bevor ich da meinen A bewege, ich bleibe lieber in dem. Ja, und anstatt ein System drumherum zu bauen, das an sich sehr paternalistisch und maternalistisch schon ist, weil es ist immer ein Ersatz von Vaterstaat, ja, und Mutter weiß ich nicht wie, wäre ganz, ganz wichtig, da die Verstrickungen zu lösen. Extrem, extrem wichtig, weil es können Schicksalsschläge sein, die dich genau dahin katapultieren. Ja, du verlierst
die Kinder, du, ein Partner durch einen Unfall zum Beispiel, Entschuldigung. verlierst dann dadurch, dass du krank wirst oder depressiv wirst, deinen Job und dann beginnt die Kette an zu laufen. Und aber auch dann sind es ganz, ganz heftige, eigentlich traumatisierende Ereignisse, die ich da auch führen können. Aber manche machen das ohne sogar, sagen wir mal, sichtbare, heftige Traumatisierungen zu haben. Und da wäre es ganz, ganz wichtig, in diese Verstrickungen reinzugehen, weil du siehst immer wieder heftigste Verstrickungen mit der Mutter, heftigste Verstrickungen mit dem Vater. Und dann, wie du sagst, dann sind wir auch ganz schnell bei den Ahnen drinnen. So ist es. Weil ich sage da zum Beispiel, ich da vor kurzem, 2, 3 Monate her oder nicht einmal, war eine Frau bei mir wohlhabend. Die haben nur die haben nur eine Tochter gehabt, Einzelkind. Aber die Eltern haben ihr quasi so Art eingebläut, du musst Leistung bringen, weil unser Erbe antreten kannst, oder nur über Leistung kannst du dich definieren. Und die kommt zu mir und sagt, Franz, ich habe so viel geerbt. Ich könnte in Saus und Braus leben und auf Anführungszeichen, aber ich kann nicht, ich getraue mich nicht, ich kann nicht. Und dann, ja, habe ich sie gleich noch konfrontiert mit denen, weil ich habe gesagt, du schaust mit den Glaubensgrundsätzen aus. Ich spüre da, was war da, was haben dann die Eltern gesagt, damit, dass du das Erbe nicht annehmen kannst. Sie muss leisten, weil sonst kann sie die Erbschaft nicht übernehmen. Der Papa und die Mama haben gesagt, du, ja, das Geld liegt nicht auf der Straße. Du musst schon eine Leistung erbringen. Genau, und ich Und glaube, da spielt genau so ein Grundsatz mit. Das ist ein Grundsatz. Der zweite Grundsatz ist aber auch oft, wie ist das Geld verdient worden? ja. Weil wenn das Geld der Eltern nicht redlich verdient worden ist oder sogar Blut dran noch klebt, Genau. dann will man natürlich das nicht annehmen, weil dann nimmst du es ja in dein Leben auch noch mit rein. Genau. Und das muss natürlich alles im Detail angeschaut werden. Also manchmal macht es auch Sinn, wenn man was nicht annehmen will, weil es ist viel Vermögen, weil du gerade auch die Kriegszeit angesprochen ist. In der im Zweiten Weltkrieg sind natürlich viele hier in Deutschland, auch nicht nur in Deutschland, überall übrigens, in England, in den Ja, USA. Man die sind braucht die reich immer. geworden. Also für die Leute, die jetzt außerhalb des deutschsprachigen Raums mal zuhören, nein, 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 es sind nicht immer die Länder. Du hast überall die sogenannten Kriegsgewinnler. Richtig. Unterschiedlicher Couleur, unterschiedlicher Breite. Und da sind natürlich viele Firmen hochgekommen mit geklautem Vermögen der Richtig. Juden. Schau zum Beispiel Bildern, arisierte Geschichten, die was noch immer Ja. Jahrzehnte laufen und noch heute nicht geregelt sind. Nehmen wir an, für ein Butterbrot hat er ein Klimtbild oder irgendwas kriegt. Ja. Ja. Oder wo der Nachbar verpfiffen worden ist, da musst du da nicht mal Jude sein, wo Richtig. du einfach jemanden Richtig. denunziert hast. Dann ist er im Gefängnis und dann hast du dir die Sachen unter den Nagel reißen können. Oder ich erinnere mich auch an eine Arbeit, ganz, ganz, das ist schon so lange her, da ging es um die Schweiz. Und da ging es auch darum, weil er meinte, ja, aber die Schweiz war ja damals im Krieg neutral. Und in der Arbeit kam raus, nein, 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 da war überhaupt nichts neutral. Wie die Banken aufgebaut worden sind in der Schweiz, ja, wie teilweise Vermögen nicht zurückgegeben worden ist und so weiter. Auch das ist wieder auf dem Leid und dem Tod vieler anderer aufgebaut worden. Und dann, um das Gleichgewicht, die Harmonie innerhalb, sag ich mal, der Natur oder uns zu wiederherzustellen, geht dann auf dieses Vermögen wieder verloren. Und in dem Fall muss man tatsächlich sagen, leider zu Recht. Und das zieht sich aber überall durch. Das zieht sich genau, das zu Unrecht bekommene Geld zieht sich genauso in den Scheidungen durch, zum Beispiel, wo der eine Partner vom anderen über den Tisch gezogen wird, wo er mit List, mit Übervorteilung und so weiter, wo einfach unrechtmäßige Sachen, wo man sagt, okay, nach dem deutschen oder nach dem österreichischen Recht wäre in der Scheidung was weiß nicht, das System des Zugewinnes zu berücksichtigen und da hat das, was man in der Ehe zu zweit aufgebaut hat, nachher zu teilen, meinetwegen 50-50 oder je nach Verschulden oder je nachdem, wie das Gericht nachher den Verschuldensgrad einteilt. Aber wie viel wird da
wie viel wird da wirklich Unrechtmäßiges getan, wo sich Menschen unrechtmäßig von Gütern oder von Geld oder bedienen, nur das hat keine gute Energie. Ja. Genauso wie bei den Kriegsgeschichten, die was waren, wo sie zu viel Geld gekommen sind, genauso hat es auch das in kleinerem Bereich keine gute Energie. Alles, was man dem Nachbarn, dem Gegenüber leid tut oder wegnimmt, hat keine gute Energie. Ja. Ob jetzt der Bauer den Grenzstein um einen halben Meter versetzt und damit mehr Erden hat, oder ob das, verstehst du mir, alles, was ist, was unrechtmäßig ist, das Geld hat keine gute Energie. Und das ist nur die Frage der Zeit quasi, wenn es noch geht. Ist nicht, das bringt keinen Segen. Entschuldige, dass ich das Wort Segen da reinbringe. Das bringt keinen Segen. Genau so ist es. Und man kann es auch nicht hinter philanthropische Arbeit auch verstecken. Ja, diese nicht gute Energie, die bleibt vorhanden. Und früher oder später, weil man sagt immer, ja, aber es funktioniert doch. Nein, nein. Früher, oftmals auch später, kommt die Quittung. Und die Quittung kommt dann oftmals auch über die Kinder. Oder über die Kindeskinder. Ja. Da wird dann kurzfristig, schaut das bei einem selber vielleicht noch harmonisch aus. Vielleicht. Obwohl es nicht immer der Fall ist, wenn man tiefer schaut. Aber für die Kinder und Kindeskinder spätestens dann kommen auch ganz heftige körperliche Symptomatiken zum Beispiel. Richtig. Das bringt dir außer alles, dieser innere Stress, ja. Dem muss man nach außen hin ja nicht sagen oder über das nicht reden, weil ja das an Schatten, weil ja das, was Dunkles auf uns werfen würde, der bricht irgendwo aus, der manifestiert sich noch in Knie, in der Schilddrüse oder frag mich nicht wo. Das ist ganz, ganz übel gewesen. Bei einer Arbeit kam tatsächlich mal raus, da hat sich jemand die Parodontose anschauen wollen, eigentlich. Ja. Dann kam tatsächlich ein ganz, ganz schlimmes, dunkles Thema raus, dass die Mutter die Person als Kind prostituiert hat, weggegeben hat und hat dafür quasi Geld bekommen. Bekommen hat, ja. Und dadurch war diese ganz übler Mischmasch von Missbrauch und Geld ja, auf allen Ebenen. Ich möchte es nicht tiefer aufhören. Einfach auf allen Ebenen war dann so miteinander verworren. Und da kam das Geldthema eben auch mit dazu. Also es muss nicht immer nur das Thema per se sein, sondern auch über dieses Körpersymptom. Ja, keine Frage. Aber jetzt fällt mir gerade ein Beispiel ein. Da ist auch ein älterer Mann zu mir gekommen. Und dann sagt er, kannst du, ich weiß nicht, ich verdiene spitzenmäßig. Aber es geht, es zerrinnt alles, es ist nichts da. Ich verdiene so viel und ich weiß nicht, wohin das Geld geht, das ist weg. Und dann habe ich ein Bild gekriegt, habe ich gesagt, du, was war denn bei deinem Opa? Du bist mit dem Opa identifiziert und der hat alles verloren. Und dass man nachher diese Verbindung durchtrennt, habe ich diese Verbindung durchtrennt, dass es nachher anders weitergeht. Hey, was? Ab und zu brauchen Sie einen Augenöffner, ob das über die IOPD, über die oder über mich auf meine Art und Weise noch geschieht, egal. Aber ich meine, da ist so viel im Verborgenen drinnen, weil wir nicht glauben wollen oder nicht ahnen oder nicht wissen, dass es einfach dieses Leid, dass es einfach die Schwere gegeben hat. Ja. Dritte, vierte, fünfte, frag mich nicht, was für eine Generation an Einfluss hat. Was hat das Kind damit zu tun? Richtig. Da hab ich auch keine Antwort. Ob das noch, die Katholiken sagen öfters, was ist so, dass sie sagen, das ist die Erbsünde, die anderen sagen, es ist Karma. Keine Ahnung. Mit dem Alkoholismus zum Beispiel. Nehmen wir mal an, der Vater hat das ganze Geld durchgebracht. Immer wieder ist in die Kneipe gegangen. Das war ja früher auch gang und gäbe. Die Frau hat versucht, das zusammenzuhalten. Und der Mann hat es in die nächste Kneipe getragen und hat das Geld verprasst. Dann habe ich natürlich genau dieses Bild, wenn ich mit diesen Eltern aufgewachsen bin.
Ja, und dann ist natürlich die Frage, warum hat der Vater Alkohol, warum hat er das Geld verprasst? Und dann sind wir wieder in der Ahnengeschichte drinnen. Und genau auf diesen mehreren Ebenen ist es ganz, ganz wichtig zu arbeiten, damit man das immer wieder dann auseinanderdröselt. Weil dann kann auch, oder in früheren Leben kam auch schon mal raus, dass es dann sich rausgestellt hat, übrigens nicht nur Ahnen, sondern ich habe auch manchmal, dass Leute in früheren Leben dann reingehen. Und dann kommt raus, ja, ich musste halt früher mein Geld verdienen mit Prostitution. Und das hat mich angewidert und angeekelt. Und dann hast du die Verbindung, nicht nur, wie habe ich mein Geld verdient, sondern mit der Prostitution. Damit habe ich dann auch wieder ein negatives Männerbild. Genau. Ja, und kann da auch wieder nicht vertrauen. Und dann hast du diese multifacettenreichen Verstrickungen, die oftmals in einem jetzigen Leben du überhaupt nicht drauf kommen würdest, weil du diese Themen gar nicht auf dem Radar hast, ja. Und wie du sagst, jetzt zum Beispiel hast du das Wort Vertrauen gebraucht. Gell? Vertrauen, wie viel Vertrauen, wie ist das Vertrauen geschädigt worden von, wo ich früher von der Zeit geredet habe, von 14 bis zum Wiederaufbau? Wie viel Vertrauen ist dort zunichte gemacht worden? Und das Vertrauen ist ja noch nicht nur jetzt auf der monetären Ebene, sondern überhaupt. Ja. Sondern überhaupt, wie ist das Vertrauen auch an Mann, Frau oder ist ja wurscht heute halt auf der Beziehungsebene und so weiter, auch zu den Kindern. Weiß ich nicht. Das passt nicht. Das ist so, wie wenn auch öfters Kinder, was weißt du, ewig nachher im Nest drinnen bleiben. Gell? Zuerst ist es ein Nest Hecken und dann ist es ein Nest Haken, weil er mit 40 Jahren auch noch in der Familie ist und die Mama bügeln tut und Essen kochen tut und und. Das passt nicht. Das passt nicht. Aber wir, weiß ich nicht, ich sag irgendwie, Ich glaube, das weiß ist ich nicht, wie du als Mama das das ist das siehst. Gleiche in Grün. Ich glaube, es hat sich schon was verändert, ja, aber die Problematik und die Dynamiken sind immer die gleichen. Warum? Das eine ist, zuerst ist gar kein Geld da. Gut, da wurde aber auch viel vererbt und das sind wie, genau. Aber dann wird total vollgestopft mit Geld. Aber warum auch wieder aus der Axt heraus? Ja, Und weil. Ersatzbefriedigung, Und anstatt Liebe wird Geld eingestopft, anstatt Liebe wird Handy geben den Kindern und und. Man, das, da könnte ich, da wäre ich emotional, weil ich sage, das passt nicht. genau. Ja, aber es ist immer, wie gesagt, es ist immer eine Sache von, was mache ich damit und was kann das Gerät? Wenn ich Ja. mir zum Beispiel, jetzt nehme ich mal ganz blöd als Haushaltsgerät den Thermomix kaufe, der sündhaft teuer ist, aber der ersetzt mir halt 5, 6, 7, 8, 9, 10 Geräte. Dann Ja. wiederum rechtfertigt es den Preis. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Handy, früher hat man eine Kamera gebraucht, das braucht man nicht, weil die Handys fantastische Kameras haben. Wenn ich damit, was weiß ich, mein halbes Büro über ein Gerät manage, wunderbar. Also es kommt immer darauf an, was mache ich mit dem Ding und die Features, die es hat und benutze ich die auch wirklich. Also diese Rechnung muss man dann auch wieder tun, weil per se ist es auch wie beim Geld. Alles ist per se neutral. Es kommt immer darauf an, was mache ich damit, ja? Gebe ich zum Beispiel dem Kind lieber Geld anstatt Liebe? Oder glaube ich damit, meinem Kind Liebe zu geben, indem ich viel Geld gebe? Genau so. So, du kriegst ja, du erbst ja viel von mir. Du kriegst zwar sonst nichts, aber Ja. wenigstens kriegst du Geld, ja? Und dann wundere ich mich, warum die Kinder immer noch keinen Kontakt zu mir haben wollen oder den Kontakt abbrechen, warum das und jenes, weil ich habe doch alles für sie Gegeben. getan. Das ist Ja. die ältere Generation. Ich habe doch alles für sie getan und trotzdem sind sie so undankbar. Ja, materiell vielleicht ja, aber dann wieder, wenn ich hochtraumatisiert aus dem Krieg bin, dann kann ich ja nicht mal richtig für mich selber So sorgen. ist es, so ist es. Wie will ich dann mich um meine Kinder kümmern. Und jetzt haben wir wiederum das Gegenteil. Jetzt müssen immer mehr Leute arbeiten, weil die Kosten nach oben schnellen ohne Ende. Dieses, was meine Eltern hatten, wo beide gearbeitet haben, ist auf einmal fast schon Standard. Was macht das wiederum mit den Kindern? Na, das ist ein Teufelskreis. Das ist, wir sind in einer Wegwerfgesellschaft drinnen, wo wirklich nur für kurzfristige Zeiten produziert wird. Nachher kommen Bruchstellen eine und, damit halt wieder was Neues kommt. Aber ich denke mal,
wenn die Menschen sich hinterfragen, ist dieses Produkt oder das, was ich jetzt anschaffen will, notwendig? Wendet es die Not bei mir oder ist es irgendein Prestigeobjekt? Ist es irgendein Aushängeschild? Was kann ich mir alles leisten? Wer bin ich? Wie groß bin ich? Wie stark bin ich? Und, und. Ja, ist es dann wieder, sind wir wieder bei diesen Ersatzbefriedigungen für ganz eine kurze Zeit, die muss noch vorbei sein. Aber wendet es die Not bei mir? Wenn es notwendig ist, ja, dann ist es ja gut, dass man, nehmen wir an, einen kleinen Polster hat, wo man sagt, wenn die Waschmaschine oder Ja. irgendwas eingeht, dann kann ich mir das leisten. Oder wenn beim Auto eine Reparatur notwendig ist, dann kann ich mir die Reparatur leisten. Das Richtig. wie viel und wie und ist es wirklich notwendig, dass es die Not wendet. Wenn man das sich hinterfragt, dann würde man, sagt man, dann kann ich den halben Kosten von den Fetzen ausrahmen und frage mich nicht, was noch alles, weil ich das nicht brauche. Ja, Ja. das und ich kann mir aber auch Ärger vermeiden, weil wie viel Ärger gibt es nur wegen des Geldes, Ja. weil man über Geld spricht man nicht. Ja, Doch, eben. doch, wir sollten, und das machen wir gerade heute, wir sollten definitiv über Geld sprechen. Viele zum Beispiel Streitigkeiten, weil du ganz am Anfang die Scheidung, die Ehe genannt hattest, könnten sich locker vermeiden, wenn man genau darüber spricht, ja, dass es nicht der eine denkt, ich muss Angst haben, weil ich habe geerbt, oder der andere denkt, ja, ich habe mir ein bisschen Geld angespart und jetzt will mein Partner auf einmal damit, was weiß ich, einen Luxusurlaube machen oder sich ein Haus irgendwo kaufen mit meinem Geld, so nach dem Motto. Da brauchst du eine erwachsene Haltung, um das klären zu können. Aber wie viele können das wirklich? Und Ja. da sind wir dann wieder bei den Verstrickungen bzw. Traumatisierungen drinnen. Was? Beim Geld sind die wenigsten, die Menschlichkeit in Betracht ziehen. Beim Geld gehen die Großkonzerne und so weiter über Leichen. Ist egal, was ich für ein Glyphosat oder Saat oder von mir Glyphosat. Glyphosat und andere Geschichten ist egal, die was krebserregend und. Das geht ja nur, was denen ist wurscht, wie viel da Leid an dem sterben. Und der Mensch ist, die hier ist, so groß. Ja. Ja, weil du das gerade sagst, wie viel Reichtum, den wir heute bewundern an Bauwerken auch, ja, Ja. gigantösen Bauwerken, sind auf dem Rücken und der Ausbeutung von Mann. so vieler Menschen entstanden. Das ist Wir stehen davor und ach, wie wunderbar ist die Architektur und hinterher, aber mit wie richtig. viel Blut es bezahlt worden Genau. ist. Und wir haben natürlich jetzt alle hier die amerikanischen Diskussionen mehr in den Vordergrund, aber das war immer schon so, Immer. unabhängig von Hautfarbe, von Rasse, Religion spielte eine Rolle, egal woher du herkamst, Richtig. das war der Standard, Ja. ja, in allen, und zwar in allen Ländern, global, auf der ganzen Welt. Da gibt es keine einzige Ausnahme. Da ist Was? keiner, der sagen kann, also bei mir nicht. Und dann Na. schimpfe ich immer darüber. Und darum diese Ja. Diskussionen, auch diese ganzen neuen Wortschöpfungen von Rasse und Fremdenhass und all dem, gehen wieder an der Ursache vorbei. Genau. Erstens, dass es immer schon gegeben hat, ja, dass keiner besser ist als der andere. Und darum bleibe ich dabei. Ich sage immer, kehr vor deine eigenen Haustüre. Und zum Thema Geld wäre das ganz, ganz, ganz wichtig, weil wenn man zum Beispiel das noch in der neueren Geschichte hat, eben zum Beispiel gerade wie die Schwarzen in den USA, ja, oder auch der ganze amerikanische Kontinent, dann musst du unbedingt in die Ahnenecke reingehen und deine eigenen Traumatisierungen anschauen. Zum Thema Geld und zum anderen auch, weil dadurch, dass du ja versklavt worden bist, dass mit dir auf deinem Rücken Geld gemacht worden ist, du Ja. warst ja kein Mensch. Nur Du moderne wurdest Sklaverei, das ist nichts gehandelt. anderes wie früher. Früher waren die Ja. Sklaven offiziell da, jetzt sind die Sklaven in Indien und überall, wo sie Hemden für 2,50 € produzieren oder knöpfige Teppiche Genau. knüpfen und so weiter. Ja. Kinderarbeit.
Alles Ausbeutung, alles Ausbeutung. Aber ich glaube, man braucht nicht einmal jetzt draußen jetzt die Welt retten wollen und. Nur in unserem Umfeld, wo wir leben, wie schaut's dort aus? Genau, bei mir ist es nochmal wichtig, trotzdem zu sagen, dass gerade der Kolonialismus auch so viel Ausbeutung, es geht immer um Geld und gepaart mit Immer. Macht besteht, Genau. dass man das, dass das keiner von uns, also dieses Geldthema ist individuell, aber auch global. Es ist auch wie so ein Internetnetz, sowas von verstrickt und über so viele Kontinente auch verwoben. Dass es teilweise wirklich, wenn man Glück hat und es nur im lokalen Bereich tätig ist, aber sobald man mit, sage ich mal, Ehen oder mit Leuten zu tun haben, die multinationale Hintergründe haben, dann wird es echt schwierig, weil dann bist du auf einmal wie in einer Detektivarbeit auf dem einen Kontinent und dann auf dem nächsten Kontinent unterwegs. Und was da hochkommt, ja, ist schon sehr spannend. Also allein nur, ich meine, ich hatte auch viele russische Gruppen miterlebt, ja. Und ich habe da hier gerade ein Beispiel, da war das auch ein Problem. Da war nicht nur, dass die Familie arm war, sondern auch die Existenzangst, die diese Frau hatte, war deshalb, weil ihre Mutter sie mehrfach töten wollte. Das heißt, diese Geldexistenzprobleme, die sie hatte, gingen darauf zurück, dass ihre Mutter sie versucht hat, mehrfach umzubringen. Und dann hast du zum Beispiel diese Verbindung. Dann kann man wieder reinschauen, warum hat die Mutter probiert? Ja, warum ging das? Weil das ist meistens nicht das erste Mal, dass sowas probiert wird. Das hat auch wieder generationale Hintergründe. Ja. Ja, es ist spannend. Es ist spannend und bleibt spannend. Und überhaupt das Geldthema ist auch eher spannend, das Thema emotional hochgeladen und mit zu viel Negativen behaftet, gell? Mit Gier, mit Neid, verstehst, mit Habsucht, mit und so weiter. Noch und nöcher. Ja, aber weißt du, was mir auch gerade einfällt? Thema Geburt. Würdest du nicht drauf kommen? Auch ein ganz anderes Problem, das die Dame hatte. Und dann kommt es zum Thema, wie war denn ihre Geburt? Und dann kam so, ja, ich bin per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. Und dann sagt der eine Anteil, nee, das stimmt nicht. Das Krankenhaus wollte Geld machen und per Kaiserschnitt kriegst du mehr Geld als mit einer natürlichen Geburt. Und da hast du diese Verstrickung dann auch wieder drinnen. Auf einer anderen Ebene, da würdest du nicht drauf kommen. Es geht um die Menschlichkeit, um die Ethik. Bin ich dieses, wobei ich bin überzeugt, in jedem ist es drinnen, gell? Aber vielleicht verschüttet, aber vielleicht nicht so kultiviert oder frag mich nicht was, weil halt andere Wichtigkeiten den Vorrang haben und wichtiger sind und wichtiger es ist, zu Geld zu kommen und. Aber was, das Geld macht nicht glücklich. Die wenigsten, die was viel Geld haben, sind wirklich glücklich. Ja. Ja. Und das habe ich auch, muss ich sagen, ich habe es auch auf dem eigenen Leib erleben müssen. Ich meine, ich bin nicht reich, ich bin nicht und so weiter. Aber das, was ich gehabt habe, ich war nicht glücklich. Ich habe meine Ziele alle umgesetzt. Alle erreicht, aber ich war nicht glücklich, weil die Seelenbefriedigung, die liegt ganz woanders. Ja. Ja, und die Seelenbefriedigung liegt bei jedem von uns dort, dass ich sage, bitte schau, dass der Beruf und der Berufung eins ist, dass du mit Liebe arbeiten gehst, dann ist es auch Ja. kein Arbeiten, dann verdiene ich das Geld unter Anführungszeichen mit einer Freude und nebenbei und frage mich nicht was und sonst gehe ich jeden Tag mit einem anderen Gesicht arbeiten, Scheiße, schon wieder arbeiten gehen, gell? Und deshalb ist da auch so wichtig, wo sind meine Talente? Wo sind, jeder Mensch hat eigene Talente, weil Kopien, die gibt es genug auf der Welt, noch und nöcher. Ja. Ja, immer sagen, so will ich sein und so will ich sein. Oder vergiss das. Jede Kopie ist nur eine Kopie und die schlecht. Aber das eigene, das Authentische, wer bin ich? Hey, da ist Kraft, da ist Innovation, da ist einfach ein Weiterkommen. Gell? Für mich und für die Gesellschaft und überhaupt.
Was so, es ist nicht so wichtig. Das Geld verliert die Wichtigkeit nachher. Das ist am Rande. Ja, natürlich brauche ich es. Ich will es jetzt nicht. Ich brauche es, damit ich überlebe, damit ich mir Ja. die Heizkosten zahle. Oder. Aber das ist nicht das Primäre da. Das ist nicht das Wichtigste da. Sondern wenn ich sage, wo kriege ich meinen Seelenfrieden? Wo kriege ich Glückseligkeit? Hey, in meiner Arbeit. Ja. Und dafür bin ich nur was von dankbar. Ja. Ja, Ja. und das ist auch immer so spannend, wenn das Geld, wenn man da drinnen steckt als Anteil Geld in diesen Selbstbegegnungen, dann sagt das Geld immer wieder, ich bin neutral, wie ich schon erwähnt hatte, und ich will dir Freude bereiten. Mach bitte etwas mit mir, was dir Freude bereitet. Ja, wo du wirklich Freude empfindest. Und dafür gibt es Geld aus. Und dann kommt es auch gerne wieder zurück. Richtig. Die meisten leben halt immer so eingezäunt. Es sieht keiner eine und keiner sieht auch hinaus. Ja, wir sind für uns allein und so weiter. Es Ja. gibt wenig Zusammenleben, Zusammenarbeiten. Es gibt zu wenig, dass ich sage, ich bitte dich, dass man mal hilft oder umgekehrt und was, sondern jeder, ich will alles für mich selber haben. Ja, weil da haben sie natürlich ein gutes Marketing gemacht, die Leute, die was verkaufen wollen. Okay. Ja, das ist wirklich ganz, ganz viel ist Marketing. Wenn ich das und das, wenn du das und das hast, dann fühlst du dich so und so so oder dann bist du wer. Ja, genau. Das ist ja auch interessant, dass nur wenn du Geld hast, bist du wer. Ja, Aber bist du richtig. dann wirklich wer? Na, Oder überhaupt bist nicht. du dann genauso eine leere Hülle, halt mit viel Geld, aber eigentlich hat sich innerlich bei dir nichts verändert? Ne? Wollen wir wieder menschlich miteinander umgehen? So Und ist dann ist es. genau das, dann ist gerade das weniger mehr. Aber Ja. nicht, dass wir uns das einreden lassen, damit wieder andere davon profitieren. Ja, und das ist genau diese Krux, in die man sich bewegt. Also immer vorsichtig sein, mit in diese Extreme reinzugehen auch. Ja. Und diesen Mittelweg zu finden. Und je mehr wir uns von diesen Verstrickungen lösen, die wir alle haben, denn keiner ist davon gefeit, da ist Nee. keiner, der den ersten Stein werfen darf. Wir sitzen alle im Glashaus, jeder guckt schön vor seine eigenen Haustüre. Umso leichter wird es dann auch, ja. Weil es geht Wenn nicht auch darum, dass wir uns beschneiden, ja, immer höhere Heizkosten, immer höhere Mietkosten, immer höhere Kosten, 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 Kosten. Und dann jemand anders sagt sich dann das Geld voll. Nee, nee, es ist genug da für alle. Ja, aber trotzdem war es so, dass wir auf eine andere Ebene kommen würden. Ja. Auf eine andere Ebene, die was uns, da lässt sich leichter sterben, sage ich. Weißt, Ja, umso ab. mehr hast, umso schwieriger tust du beim Sterben, machst beim Sterben, umso schwieriger machst du auch wahrscheinlich auch beim Erben. Was ist, wenn zwei, drei oder mehr Kinder hast? Wen gibt es, wen, wie und was? Die großen Streitereien und. Ja. Beginnt mit der Geburt. Wie kommen Ja. wir ins Leben? Wie Genau. leben wir? Und wie gehen wir aus dem Leben wieder raus? Bist willkommen oder bist nicht willkommen? Und. Ja. Ja. Okay, Nathalie, ich danke dir von Herzen ja, dass wir das ein bisschen durchgemacht haben. Aber klar, ich glaube, dass du zum Thema Geld auch noch einiges Ja. zum Hinschauen werden, zum Besprechen werden. Ja, absolut. Dankeschön. Danke, danke für deine nette, für deine angenehme Ort und einen wunderschönen Tag wünsche ich auch. Und ich wünsche auch allen, die was sich dieses Video noch einmal anschauen werden, viel Erkenntnisse und vielleicht auch den einen und den anderen Schritt in das eine, ist es notwendig, was ich haben will. Wendet es wirklich die Not bei mir oder warum will ich es haben? Mal einen Riesenschritt weiter. Und alle, die was das anhören und mitnehmen, ja, wünsche ich gute Erkenntnis und ein gutes Weiterkommen. Alles Liebe und alles Gute. Danke dir. Vielen Dank, Franz. Gerne.